Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich finde es toll, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet. Ich finde es klasse, dass ihr alle so zahlreich da seid. Und weil ich gehört habe, dass es auch schon die ein oder andere Irritation gab, ich bin dafür, dass solche Veranstaltungen eine regelmäßige Einrichtung unserer Partei werden, damit ihr an diesen Fragen, die wir zu diskutieren haben, und das gibt eine ganze Reihe von offenen Punkten, ausreichend und intensiv euch beteiligen könnt. Liebe Genossinnen und Genossen, dass wir uns hier in so großer Zahl treffen und dass wir uns nicht jeder für sich in seiner Gruppe, wo er vielleicht irgendwann mal war, in kleinen Hinterzimmern treffen muss, sondern dass wir inzwischen eine Partei sind, eine Partei, die im Bundestag in ausreichender Stärke, zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls, aufgrund der Stärke der Partei vertreten ist, aufgrund der Tatsache, dass wir in 13 Landesparlamenten sind von 16, aufgrund der Tatsache, dass wir es geschafft haben, 6.000 Mandatsträger zu haben, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist ein Erfolg, den wir hatten als Linke. Und diesen Erfolg, den dürfen wir uns auch von niemand kleinreden lassen. Und ich sage auch, dass es so ist, dass wir diesen Erfolg hatten, ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass wir in den Kreisen funktionierende Strukturen haben, die sicher verbesserungswürdig sind. Aber ohne Partei auch keine Mandate. Das müssen wir dem ein oder anderen Mandatsträger auch immer wieder sagen, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir als Partei eine vereinigte Linke sind. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und weil es keine Selbstverständlichkeit ist, darum bin ich manchmal schon ein bisschen erstaunt, mit welcher Risikofreudigkeit der ein oder andere von uns auch in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Es ist keine Selbstverständlichkeit, eine gemeinsame Linke zu haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, das hingekriegt zu haben. Und ich empfehle all denen, die ein bisschen leichtfertig über diese Tatsache hinweggehen, den Blick in andere Länder und zu gucken, was da mit der Linken passiert ist, insbesondere dort, wo sie sich zerlegt hat. Da droht die Bedeutungslosigkeit. Und da werden alle die Ziele, die wir uns auf unsere Fahnen schreiben, vollkommen überflüssig, überhaupt noch auf den Zettel zu schreiben, weil es keine Chance mehr gibt, die überhaupt wirksam ins Parlament einzubringen oder wirksam in die Öffentlichkeit zu tragen. Deshalb meine Bitte, ein wenig mehr Vorsicht bei der ein oder anderen Stelle. Und auch an der Stelle ein Dank an die Kreisvorsitzenden. Ihr seid nämlich der Kitt, der diese Partei zusammenhält, wenn der ein oder andere ein bisschen wirr läuft, liebe Genossinnen und Genossen. Auch dafür gebührt euch der Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, ich gehöre auch zu denen, die Stolz und Freude darüber empfinden, dass wir unseren politischen Konkurrenten und Teilen der Presse den Gefallen der Selbstzerstörung nicht getan haben. Trotzdem, wir können natürlich nicht nur mit großen Glücksgefühlen auf das letzte Jahr zurückblicken. Das betrifft einesteils die Wahlen. Ich will nicht mehr im Einzelnen darauf eingehen, die Ergebnisse kennt ihr selber. Ihr kennt auch die letzten Umfragen. Wir sind bei zwischen 8 und 9% und haben seit der Bundestagswahl damit eindeutig verloren. Wir haben auch im Westen gewaltige Probleme, uns überhaupt kommunalpolitisch zu stabilisieren, genügend Genossinnen und Genossen zu finden, die sich engagieren, auch in den Parlamenten mitarbeiten zu wollen. Und viele Wählerinnen und Wähler fragen auch, ob wir unsere Forderungen, die wir stellen, mit unserer jeweiligen Strategie auch durchsetzen können, ob wir da was ändern müssen. Und unsere Mitglieder fragen sich auch, ob wir immer mit den richtigen Themen unterwegs sind. Auch mit denen sich der ein oder andere von uns in der Öffentlichkeit platziert. Auch darüber müssen wir nachdenken. Die Wähler fragen sich aber auch, ob wir standhaft bleiben. Ob unsere Grundpositionen, die wir vertreten, auch dann halten, wenn wir möglicherweise in Verantwortung, auch in Regierungsverantwortung sind, liebe Genossinnen und Genossen. Auch darüber müssen wir reden und klare Positionen aus meiner Sicht beziehen. Ich komme nicht umhin, nochmal über das letzte Jahr und die letzten anderthalb Jahre zu reden. Wir haben uns in den letzten eineinhalb Jahren in der Regel mit uns selber beschäftigt. Wir haben Schlagzeilen durch Querelen und durch Selbstbeschäftigung und nicht mit eigenen Themen gemacht. Wir haben über Führung diskutiert, über ihre Struktur, über einzelne Personen, ihre Qualitäten, Unfähigkeiten und vor allen Dingen das immer schön in der Presse.
Unsere Mitglieder und Wähler haben nur noch den Kopf geschüttelt, was wir uns da selber leisten, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich weiß, dass euch das das Leben in den Kreisen äußerst schwer gemacht hat. Ich weiß das. Und deshalb konnte ich auch an dieser Stelle nur noch mal appellieren, zu überlegen, und da bin ich voll bei Maren, ob die ein oder andere, das ein oder andere Interview wirklich notwendig war oder ob es nicht sinnvoll ist, an der einen oder anderen Stelle mal gar nichts zu sagen. Manchmal ist es sinnvoller. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, die Frage, wer die besseren Linken sind, ob die im Osten oder im Westen sitzen. Im Moment sitzen sie alle in Hannover, das ist ganz gut so. Welche Frau möglicherweise in die Bundestagsfraktion neben Gregor Gysi die Fraktion führen soll. Ob man in Deutschland das Wort Kommunismus sagen darf oder nicht. Ob die Führung die falsche ist oder nicht. Wie ein Linker leben darf. Ob wir antisemitisch sind oder nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den Eindruck, das sind nicht die Themen, die die Leute wirklich beschäftigen. Liebe Genossinnen und Genossen. Aber weil man nicht umhinkommt und weil man sozusagen dann auch gezwungen wird, auch als Vorsitzender sich dazu zu positionieren, ob man will oder nicht, muss ich natürlich zu dieser Antisemitismusdebatte was sagen, auch angesichts der Tatsache, dass die Presse hier anwesend ist. Wir erleben zurzeit eine Inflationierung des Begriffs Antisemitismus. Dabei wird auf eine Definition des Begriffs verzichtet. Und deshalb müssen wir darüber nachdenken, was ist denn nun eigentlich Antisemitismus? Wer Menschen diffamiert, diskriminiert oder benachteiligt, weil sie Juden sind, ist ein Antisemit. Aber ich kenne in der Partei niemand, der solche Ansichten vertritt. Und ich sage, auch wenn es anders wäre, dann müssten wir tatsächlich über einen Ausschluss nachdenken, weil ich möchte auch mit Antisemiten, so definiert, nicht in einer Partei sein. Es ist richtig, bei uns gibt es unterschiedliche Ansichten zur Nahostpolitik. Wir haben aber klar definiert, wo wir stehen. Und wir haben auch definiert, wo wir die Grenzen der berechtigten Kritik an israelischer Regierungspolitik ziehen. Das war aus meiner Sicht richtig. Aber es ist nicht akzeptabel, dass alle, die sich für einen gemeinsamen jüdischen palästinensischen Staat einsetzen, automatisch als Antisemiten gebrandmarkt werden oder dass wir akzeptieren, dass jede Kritik an der israelischen Regierungspolitik als antisemitisch bezeichnet wird. Das ist absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich kenne auch niemanden bei uns, der blindwütigen Israel-Hass, ein Zitat, artikuliert hätte. Niemand hat das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Und deshalb lassen wir uns von niemanden Unwahrheiten und Verdrehungen ins Stammbuch schreiben. Auch nicht aus der eigenen Partei, liebe Genossinnen und Genossen. Auch nicht aus der eigenen Partei. Ich könnte jetzt noch die vielen Anträge unserer Bundestagsfraktion aufzählen, die wir gestellt haben, wo wir uns jeweils sehr, aus meiner Sicht, klug geäußert haben und diesen Grundsätzen gerecht geworden sind. Ich lasse das aus Zeitgründen weg. Aber, um mal deutlich zu machen, um was es geht, als Thilo Sarrazin sagte, Zitat, alle Juden teilen ein bestimmtes Gen, Zitat Ende. Und mit dieser These in der SPD bleiben durfte, wo blieb da der empörte Aufschrei, dass man als erwiesener Rassist und Antisemit heutzutage Mitglied in der SPD sein kann, liebe Genossinnen und Genossen. Wo war der da? Aber es muss auch allen klar sein, auch unter uns allen klar sein, dass die besondere deutsche Verantwortung in dieser Frage auch nicht vor uns Halt machen kann. Deshalb bin ich dafür, dass wir in unserem neuen Grundsatzprogramm ohne Wenn und Aber zum Existenzrecht Israels und zum Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat Stellung nehmen, liebe Genossinnen, zu beiden Positionen.
Wir sind zurzeit dabei, in der Redaktionskommission einen entsprechenden Vorschlag zu erarbeiten und ich hoffe, dass er auf Zustimmung stößt. Ich bin zuversichtlich, dass wir das im Konsens beschließen werden und ich bitte euch dabei um eure Unterstützung. Aber weil mich natürlich eins ganz besonders geärgert hat, ich konnte es euch nicht vorenthalten, gestern in der Welt ein Kommentar, Ungeist aus der Flasche, geht um die Linke. Dort wird dann über unsere Heuchelei gesprochen, dass wir in harschen Worten Israels angebliche Untaten im Gaza denunzieren, aber eben sonst nichts zu Syriens Regime und so weiter und zu den dortigen Freiheitsbewegungen sagen, liebe Genossinnen und Genossen. Der Autor hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, zu lesen, was wir schon beschlossen haben. Weil wir uns zu allen Freiheitsbewegungen in den arabischen Ländern eindeutig und klar positiv bezogen haben, liebe Genossinnen und Genossen. Die lesen gar nicht mehr, was wir schreiben. Es geht nur noch darum, um auf die Linke einzuprügeln. Und um was es wirklich geht, wird dann im letzten Satz dieses Kommentars deutlich. Ich zitiere den von Richard Herzinger in der Welt. Dort heißt es, Zitat, und seit dem ersten Tag der NATO-Luftangriffe agitiert sie, die Linke, für einen sofortigen Stopp des Krieges gegen den Massenschlechter Gaddafi. Weil wir offensichtlich uns dagegen wehren, dass wir solche Konflikte immer militärisch lösen, weil wir die Friedenspartei sind, weil wir nach wie vor der Stachel im Fleisch dieses parlamentarischen Systems sind. Deshalb werden wir angepinkelt, liebe Genossinnen und Genossen. Und da müssen wir solidarisch sein als Partei und müssen uns nicht gegenseitig anmachen. Das ist meine Botschaft. Und liebe Genossinnen und Genossen, nur ganz kurz, weil es ja eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz ist, aber ich beobachte leider in dieser und in anderen Debatten immer häufiger eine Methode, die mich beunruhigt. Diese Methode geht etwa in so. Wenn ich feststelle, dass ich eine politische Auseinandersetzung nicht gewinnen kann, dann suche ich nicht nach Konsens oder beuge mich der Mehrheit, sondern ich sage, ich bin zwar in der Minderheit, aber weil ich den Zugang zu den Medien habe, drohe ich der Mehrheit, dass ich in den Medien offen oder verdeckt Schlammschlachten führe, wenn sich die Partei nicht in meine Richtung bewegt. Oder ich beginne gleich präventiv eine Schlammschlacht. Liebe Genossinnen und Genossen, das muss aufhören. Weil ich sage, ihr Kreisvorsitzenden, ihr habt nicht die Möglichkeit, wie der ein oder andere Mandatsträger, die Medien für seine Aussagen zu benutzen. Das haben nur wenige. Und deshalb haben die, die diese Möglichkeit haben, verantwortungsvoll damit umzugehen und diese Positionen nicht gegen die eigene Partei zu richten, liebe Genossinnen und Genossen. Für innerparteiliche Auseinandersetzungen sind solche Konferenzen wie diese geeignet. Da sind unsere Parteitage geeignet. Da sind unsere vielen Veranstaltungen geeignet. Aber eben nicht immer die Botschaft über die Medien, wie sich die Partei zu verhalten hat. Das ist unakzeptabel. Und ich fordere euch auch auf, sich dagegen zu wehren, wenn ihr solche Tendenzen in eurem eigenen Laden feststellt, liebe Genossinnen und Genossen. Sowas muss nicht sein. Zurück zum Thema. Wir haben es geschafft, dass wir in dieser schwierigen Zeit zusammengeblieben sind. Das ist gut. Aber unsere eigene Existenz ist als Programm zu wenig, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb auch noch ein paar Worte dazu. Wenn wir uns der These anschließen, dass eine Partei mehr Sinn haben muss als ihre eigene Existenz, dann ist auch die Frage, wie wir die Zustimmungswerte maximieren, wie wir viele und neue aktive Mitglieder gewinnen, möglicherweise welche Koalitionen, dass wir eingehen. Die ist wichtig, aber die ist zweitrangig, liebe Genossinnen und Genossen. Das erste ist, was ist eigentlich der Sinn der Linken? Diese Frage müssen wir beantworten. Dann können wir darüber reden, wie wir stärker werden wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Punkt. Und deshalb sage ich, wir müssen uns über den Sinn der Linken in dieser jetzigen Zeit verständigen. Und wenn wir das wollen, müssen wir uns die Frage stellen, was kennzeichnet unsere jetzige Epoche? Und ich sage, wir leben in einer Zeit, in der aus Krisen nicht die geringsten Lehren gezogen werden. Der Neoliberalismus, liebe Genossinnen und Genossen, mündete in die Krise der Arbeit und des Sozialstaats, weil er die Früchte der Arbeit und des Fortschritts nur für diejenigen reserviert, die durch die Arbeit anderer reich werden. Das ist ein Riesenproblem. Der Finanzkapitalismus mündete in eine Wirtschafts- und Finanzkrise, deren Kosten jetzt
die Menschen in den Zentren des Kapitalismus durch Schocktherapien zahlen, mit gigantischen Kürzungen bei Sozialleistungen, Renten und Bildung. Schaut mal nach Griechenland, was dort gegenwärtig abgeht. Da wird das Gesundheitssystem zerschlagen, da werden die Löhne gekürzt, da werden die Renten gekürzt, da werden die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sozusagen fast schon skalpiert und auf der anderen Seite wird privatisiert ohne Unterlass. Das kann doch nicht die Zukunft dieser Welt sein, liebe Genossinnen und Genossen. Da müssen wir aufstehen und protestieren, und zwar egal in welchem Land. Und die expansive Verschwendung natürlicher Ressourcen mündet in eine Energie- und Ökokrise, die der Mehrheit der Menschen kurzfristig erneute Opfer in Form von steigenden Preisen für Energie und Mobilität abverlangt, von weiteren Opfern ganz abgesehen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, politische Konsequenzen im Interesse der Mehrheit in unserer Gesellschaft, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner, der Kinder, der Schülerinnen und Schüler, der Studierenden wurden nicht gezogen. Weder eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, noch eine Renaissance sozialer Sicherheit, noch eine Bändigung der Finanzmärkte oder eine Erprobung und Erlernung neuer Formen des Lebens und Arbeitens im Einklang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen ist in Sicht. Kennzeichnung all dieser Krisen und des Krisenmanagements ist, dass die von einer Minderheit verschuldeten Probleme auf dem Rücken der Mehrheit gelöst werden sollen. Und wenn das unsere Analyse ist, liebe Genossinnen und Genossen, ist die Richtung klar, in der wir gehen müssen, Politik im Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zu machen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der wesentliche Punkt der Linken. Das bedeutet, der Platz der Linken muss immer an der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sein. Und das unterscheidet uns von allen anderen, weil die anderen Parteien die Interessen der Mehrheit der Bürger immer als nachrangig hinter den Kapitalinteressen, hinter Rentabilität und Systemrelevanz verstanden wissen. Das ist der Unterschied zu uns, liebe Genossinnen und Genossen. Was heißt das konkret? Im Kapitalismus ist die Mehrheit darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und Lohnarbeit zu leisten, um ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien zu sichern. Eine Minderheit besitzt die Produktionsmittel oder Vermögen und wird dadurch reich, dass sie die anderen für sich arbeiten lässt. Und ich sage es nochmal, auch wenn dieser Begriff nicht von allen gewollt wird. Ich sage, durch unsere Gesellschaft verläuft eine Barrikade und die Linke muss sich entscheiden, auf welcher Seite der Barrikade sie steht, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist meine ganz klare Position. Und die Linke muss immer auf der Seite derer stehen, die von ihrer eigenen Arbeit leben müssen, die davon ihre Familien ernähren müssen. Wir sind die Partei, ich werde das gleich nochmal erläutern, dass es nicht missverstanden wird, die Partei der Arbeit bzw. die Partei der arbeitenden Menschen. Und damit meine ich keineswegs nur die, die einen Arbeitsplatz haben, sondern auch diejenigen, die als Erwerbslose einen Arbeitsplatz suchen, die als Kinder oder Jugendliche in der Ausbildung sind, die ganz oder zeitweise wegen Krankheit oder Unfällen erwerbsunfähig sind und Hilfe brauchen. Und auch diejenigen, die als Rentnerinnen und Rentner auf eine solidarische Alterssicherung bauen. Arbeit ist auch der gesamte Bereich der unbezahlten Hausarbeit, der Kindererziehung und Pflegearbeit. Arbeitende Menschen sind auch Kleingewerbetreibende, Handwerker, ja sogar der eine oder andere Mittelständler. Das ist unser Klientel, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich jetzt zusammenzähle, dann habe ich 30 Millionen Arbeitnehmer, 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, 3 Millionen Erwerbslose, dazu die Familienangehörigen, also die meisten der rund 16 Millionen Vorschulkinder, Schüler und Studierenden. Dann sind wir bei 70 Millionen Menschen in unserem Land. Das ist unser Klientel. Wir müssen die Interessen der Mehrheit vertreten, liebe Genossinnen und Genossen, gegen die Interessen der Minderheit. Und was will diese Mehrheit? Sie wollen vernünftige Jobs und für ihre Jobs vernünftig bezahlt werden. Sie wollen als Rentnerinnen und Rentner ordentliche Renten bekommen und nicht in Altersarmut landen. Sie wollen als Erwerbslose Absicherung und Zugang zu vernünftigen Jobs. Sie wollen als Bürgerinnen und Bürger nicht die Kasse zahlen für das, was die anderen, nämlich die Banken, verbockt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, das Geld der Bürger verbrennen zurzeit die Banken und machen weiter Profite. Dagegen wehren sie sich berechtigt. Wir müssen, liebe Genossinnen und Genossen, die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger im Blick haben. Und deshalb sage ich, Partei der Arbeit sein
heißt Partei der demokratischen Erneuerung sein, heißt Partei im Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger formulieren. Das ist der Sinn der Linken. So, einfach gesagt, gegen diese Mehrheit wird aber seit Jahren Politik gemacht. Wer wundert sich über wachsende Politikverdrossenheit, wenn die Politik unserer Konkurrenz immer weniger mit den Problemen der Menschen zu tun hat? Wenn zum Beispiel jetzt über Fachkräftemangel geredet wird, wo wir wissen, dass 1 Million junger Menschen ohne Ausbildung sind. Da stimmt doch was nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage, wen wundert es, wenn über Parteienverdrossenheit geredet wird, wenn alle Regierungen seit Jahren nach der Wahl regelmäßig das Gegenteil von dem tun, was sie vor der Wahl versprochen haben? Ich erinnere an Müntefering, der gesagt hat, er findet es unfair, dass er nach der Wahl an das erinnert wird, was er vor der Wahl gesagt hat. Unglaublich. Liebe Genossinnen und Genossen, wen wundert sich's, dass das System der politischen Demokratie immer mehr in die Krise gerät? Vor kurzem eine Umfrage, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt im Stern. Wisst ihr, wie viele Bürgerinnen und Bürger im Westen unseres Landes glauben, dass man durch Wahlen wirklich maßgeblich politische Veränderungen erreichen kann? 5%. Wisst ihr, wie viele es im Osten waren? 1%. Ich weise darauf hin. Und deshalb müssen wir natürlich überlegen, wie gehen wir mit diesem Fakt um, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen als Linke auf diesen Umstand reagieren. Es sind ja auch die Parteien, die sich immer öfter in aller Öffentlichkeit nur mit sich selber beschäftigen. Das hinterlässt bei den Bürgern oft zu Recht den Eindruck, dass die Partei nicht an ihrem Wohl, sondern vielleicht nur an ihrem eigenen Wohl, an ihrer eigenen Existenz interessiert sind. Und davon müssen wir uns als Linke gravierend unterscheiden. Das ist für uns Existenzvoraussetzung. Und dazu habe ich einige Vorschläge. Wir müssen, wenn wir die Partei der demokratischen Erneuerung sein wollen, einen Prozess der inneren und äußeren Demokratisierung vorantreiben. Was bedeutet das? Der Parteivorstand, liebe Genossinnen und Genossen, das sage ich bewusst an euch Kreisvorsitzende, muss sich weniger als Zentrale und mehr als Zentrum verstehen. Die Entscheidungen werden von und mit der Basis getroffen. Sie sind dann aber auch Richtschnur für die Arbeit der Fraktionen, auch für die Bundestagsfraktion, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Partei muss ihrerseits auf allen Ebenen ihre Türen zur Gesellschaft öffnen. Wir müssen offen sein, um Impulse aus der Gesellschaft aufzunehmen und in Politik zu gießen. Und wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, alleine über unsere Präsenz im Parlament eine Politik im Interesse der Mehrheit der Menschen in unserem Land durchsetzen zu können. Ohne Verankerung in gesellschaftlichen Akteuren, in den Gewerkschaften, in sozialen Bewegungen, in zum Beispiel der Friedensbewegung, werden wir unsere Forderungen nicht realisieren können. Wir brauchen den Schulterschluss, müssen uns beteiligen an dem, was außerhalb der Parlamente los ist und dürfen nicht warten, was unter der Kuppel passiert, sondern müssen gucken, was in der Gesellschaft passiert. Das ist unsere Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen. So, und jetzt meine 5 Vorschläge, liebe Genossinnen und Genossen. Die 5 Vorschläge zur Beförderung dieses Demokratisierungsprozesses sind aus meiner Sicht folgende. Erstens, wir brauchen mehr Mitgliederentscheidungen auf allen Ebenen. Im Moment ist es so, dass wir uns mit der Absichtsbekundung begnügen, in wichtigen Fragen die Basis zu befragen. Wir sollten in unserer Satzung festlegen, an welchen Stellen künftig Mitgliederentscheide stattfinden müssen. Und ich sage, aus meiner Sicht zählen dazu Koalitionsverträge, Tolerierungsvereinbarungen und alle programmatischen Dokumente. Erster Vorschlag, liebe Genossinnen und Genossen. Das sind Vorschläge. Das ist nicht ein, was weiß ich, in Stein gemeißeltes Instrument, sondern ich bitte euch, das mitzudiskutieren, jetzt auch in den Foren. Zweites. Die Basis, also unsere Mitglieder, sollen künftig auch zu zentralen Personalentscheidungen gefragt werden. Wiederholt es. Ich möchte, dass die Basis zu zentralen Personalentscheidungen gefragt wird. Ich schlage vor, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz künftig einer Urwahl durch die Mitglieder stellen müssen, bevor sie am Parteitag antreten, liebe Genossinnen und Genossen. Eine Urwahl der Vorstände durch die Mitglieder. Und das, was andere Parteien in dieser Frage schon machen, würde uns auch gut anstehen. Und ich schlage auch in diesem Zusammenhang vor, dass das gekoppelt wird für einen jeweilig klar formulierten politischen Programm der Kandidaten, damit man nicht nur Köpfe und Gesichter wählt, sondern auch weiß, welche
das hätte ich bei gesagt, welche Katze man da kauft im Sack. Hm? Also, dass vorher auch klar ist, wen man da eigentlich vor sich hat und wer eigentlich was will, wenn er kandidiert. Drittens, liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen Parteimedien, die tatsächlich der Debatte und Entscheidungsfindung innerhalb der Partei dienen und nicht nur, ob nun offen oder verdeckt, einer Strömung zuzurechnen sind. Ich schlage vor, dass wir ein echtes Mitgliedermagazin bekommen, das in regelmäßigen Abständen bei jedem Mitglied auch im Briefkasten landet. Dieses Mitgliedermagazin muss offen sein für die Beteiligung der Mitglieder. Es muss Debatten abbilden und regionale Seiten enthalten, die von den Landesverbänden bzw. auch von den Kreisvorständen mitverantwortet werden. Zu einem Mitgliedermagazin gehört heute natürlich auch eine Homepage, die wirklich die Funktion eines News- und Debattenportals für die Linke erfüllt. Und vierter Vorschlag: Wir müssen die Partei im politischen Alltag nach außen öffnen. Wenn im politischen Alltag zentrale Fragen unserer Programmatik betroffen sind, ich mache mal ein Beispiel. Wir beteiligen uns an einer Regierung und diese Regierung möchte die Rente mit 67. Dann ist es einfach unzureichend, nur zu sagen, das lehnen wir ab. Dann müssen wir rausgehen, dann müssen wir Bürgerforen veranstalten, Bürgerkonvente. Dann müssen wir die Leute mit einbeziehen in unsere Politik, weil wir als Linke nur so eine Chance der Durchsetzung haben. Es spielt sich nicht alles nur im Parlamenten ab, sondern es spielt sich in der Gesellschaft ab. Und dort brauchen wir Zustimmung. Wir brauchen die Zustimmung als Linke, die inzwischen auch den anderen Parteien und dem politischen System der Parteien versagt wird. Darum müssen wir ringen und dafür müssen wir kämpfen. Und der letzte Vorschlag, liebe Genossinnen und Genossen, der betrifft jetzt euch. Als Kreisvorsitzende habt ihr bei diesem ganzen Prozess eine Schlüsselfunktion. Ich habe vorher gesagt, ihr seid der Kitt innerhalb der Partei, der diesen Laden auch zusammenhält. Und wenn wir eine Erneuerung, auch einen demokratischen Aufbruch in unserer Partei einleiten wollen, dann geht es nur mit euch. Dann geht es nur mit starken Kreisvorsitzenden. Dann geht es auch nur damit, dass ihr als Kreisvorsitzende diese Schaltfunktion, diese wichtige Funktion aufnehmt und Möglichkeiten der eigenen Kommunikation und Möglichkeiten der eigenen Vernetzung habt. Deshalb sind solche Veranstaltungen wie heute so wichtig, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Sinn der Übung. Liebe Genossinnen und Genossen, aus meiner Sicht führt daran kein Weg vorbei. Für diesen Prozess tragen wir als Parteivorstand, aber auch ihr als Kreisvorsitzende die Verantwortung. Die heutige Beratung wird damit keinesfalls die letzte sein. Wir haben jetzt in 7 Foren die Möglichkeit, uns mit allen Fragen, die uns am Herzen liegen, zu beschäftigen. Ich wünsche uns, liebe Genossinnen und Genossen, und das ist euer Tag, nicht der Tag des Vorstands, sondern der Tag der Geschäftsführenden und Vorstandsmitglieder. Es ist euer Tag und ihr habt jetzt die Chance, eure Vorstellungen in den Willensbildungsprozess dieser Partei einzubringen. Das Ganze muss dokumentiert werden, das Ganze muss weiter diskutiert werden und das Ganze muss letztendlich dazu führen, dass eine starke Linke noch stärker wird im Interesse der Mehrheit der Bürger unseres Landes. Ich danke fürs Zuhören.